wurde nach 1933 von dem Juden Kirnus gekauft. Kirnus war ein Kriegsgefangener des Ersten Weltkrieges und war beschäftigt als Gelegenheitsarbeiter, als Fahrer und so weiter bei dem Tabakhändler oder bei der Tabakgroßhandlung Meerapfel. Und wie die Meerapfel 33 dann schnellstens unter Grombach verlassen haben, hat er dieses Häuschen gekauft, hat geheiratet und hat eine Kolonialwarenhandlung hier betrieben. Und er hat, und das war zu Beginn sein großes Glück, er hat eine Christin geheiratet, eine Zotz aus Oberömisheim. Und durch diese Mischehe bestand für ihn Schutz bis Anfang 1945. Dort hat ihn aber die Nazis dann auch getroffen. Er wurde dann Anfang 1945 ins KZ Theresienstadt, in dieses Muster-KZ bei Prag, also in Tschechien, deportiert und hat auch dort noch überlebt. Und er wurde aber fast als Deutscher erkannt von den Tschechen und wurde dort fast noch von den Tschechen umgebracht. Er ist aber noch heil zurückgekommen. Aber zwischendrin, die Geschichte war schon schlimm, weil dieser Merkle, von dem haben wir hier auch noch was, der Merkle hat einen Fotografen angestellt oder einen linientreuen Mann, der hat die Kunden fotografiert. Und wir haben in seiner Schreibtischschublade im alten Rathaus dieses Foto gefunden von der Frau Lauber. Die Frau Lauber war 38, 39 einkaufen und Merkle hat drunter geschrieben auf die Rückseite des Fotos Judenknecht. Das war die typische Bezeichnung für Deutsche, die mit Juden kollaborierten. Und was wirklich Merkles Unterschrift? Ich habe im Generallandesarchiv die Akte Merkle rausgeholt, weil er wollte ja auch wieder gut machen, aber er wollte ja auch entnazifiziert werden. Und es ist tatsächlich seine Handschrift, die auch hier auf diesem Beinfoto ist. Also ein recht interessantes Bild, das wir im Original haben, und das ist dieser Merkle hier. Zwei seiner Kinder sind umgekommen. Das dritte Kind war behindert, ist dann nach dem Krieg gestorben, seine Frau auch. Und dann hat er unter Grombach verlassen und hat in Karlsruhe nochmal geheiratet. Und er liegt heute begraben auf dem Hauptfriedhof in Karlsruhe, in der Straße Richtung Heidenneustraße, glaube ich, bei Höpfner. Da liegt er begraben und auf dem jüdischen Teil dieses großen Hauptfriedhofes in Karlsruhe. Und jetzt kommt noch ein schlimmes Beispiel. Man hat ihm dann die ganzen Waren herausgeholt. Und die ganzen Waren wurden im Engel, im Nebenzimmer versteigert. Die Protokollantin habe ich. Die hat mir das alles erzählt. Und diese Waren mussten alle Geschäfte abnehmen. Man musste erscheinen. Und von einem Geschäft wissen wir, die haben wir dann nur zwei Maggi-Flaschen gekauft. Und das muss ich vorstellen. Kenners ist dann durch unter Grombach gegangen und hat in den Geschäften seine Waren wiedergesehen, die man von ihm ohne Gegenleistung herausgeholt hat. Und dann ist noch Folgendes vorgefallen. Beschmierung dieses Hauses mit der Schrift, mit dem Schriftzug Juden. Ich habe das vor 4 Jahren bei einem Vortrag gehalten. Und dann hieß, kann überhaupt nicht sein, weiß niemand. Da bin ich natürlich ein bisschen schleudern geraten. Und dann hat Thomas Adam im Stadtarchiv in Bruchsal eine Akte gefunden über die Renovierung einer Mikwe vom Oberrat der Israeliten in Karlsruhe, 46 geschrieben, und entfernt endlich die Schrift Jude an dem Haus Kenus. Das heißt, wenn man die Stadt eine Wärmebildkamera hat, Herr Hockenberger, dann wollen wir diese Aufnahme im Winter machen, weil eine rote Schrift Jude mit einem Öllack anders reflektiert wie einen Dispersionsputz. Das muss zu erkennen sein.
das hier wird noch ein Ziel sein an diesem Haus Kirnus. Also Sie sehen, in kleinen Schritten kommen wir vorwärts. Und jetzt gehen wir alle darüber und schauen uns diese Tafel an.